Herzlich willkommen zurück bei Feuer und Filme. Ja, die Weihnachtszeit naht. Der erste Schnee ist schon gefallen. Und was verbindet man immer mit Weihnachten? Natürlich Geschenke. Und so ein Geschenk, das ist doch immer was Schönes. Or is it? The Gift. Das ist ein psychologischer Thriller im Alfred Hitchcock-Gewand von Regisseur, Hauptdarsteller und Drehbuchautor Joel Edgerton. Und den kennt ihr vielleicht aus ein paar Filmen wie zum Beispiel Exodus oder Warrior. Jetzt kommt der Kerl mit seinem ersten Langfilm daher, den er wirklich komplett selbst inszeniert hat, komplett selbst geschrieben hat, unter dem er auch eine der Hauptrollen spielt. Und das ist doch mal eine Anerkennung wert. Lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Wie schon angemerkt, handelt es sich bei The Gift um einen psychologischen Thriller, der durchaus so ein bisschen an Alfred Hitchcock erinnert. Oder wenn man möchte, auch in der inszenatorischen Hinsicht ein wenig an David Fincher. Die Story ist relativ simpel und doch extrem wirksam. Es geht um ein junges Paar namens Simon und Robin, gespielt von Jason Bateman und Rebecca Hall. Simon ist der Typ, die sich ein neues Leben aufbauen wollen, neues Haus kaufen, weil in deren Vergangenheit ein paar Dinge vorgefallen sind, die nicht so schön waren. Sie treffen in einem Möbelladen einen Typen namens Gordo, der Simon wiedererkennt und sagt, hey, wir waren doch Kumpels in der Schule. Simon erkennt ihn erst gar nicht wieder, ihm fällt es aber wieder ein und die haben alle zusammen schönes Essen, doch Gordo scheint eine etwas eigene Persönlichkeit zu haben und sich doch zu krass in das Leben der beiden zu involvieren, was sich gerade durch diverse verschiedene Geschenke auszeichnet. Und der Film hat vor allem im amerikanischen Raum, wo er schon erschienen ist, ein paar sehr, sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Der kam sehr gut an in Amerika, hat bisher einen Metacritic-Score von 7,7, was sehr, sehr hoch ist bei den ganzen Kritiken und das kann man auch durchaus nachvollziehen. Wenn man als Zuschauer auf diese psychologischen Thriller steht, die sich eher ruhig inszenieren, aber die ganze Zeit eine Form von Anspannung implizieren in ihrer Story, dann ist The Gift auf jeden Fall was für euch. Was vor allem sehr schön ist an diesem Film, und da muss man auch Joel Edgerton wirklich als Regisseur und Drehbuchautor ein Kompliment nach dem anderen machen, ist die doch sehr realistische Atmosphäre des Films. Denn insgesamt ist dieses ganze Stalker-Ding natürlich nichts Neues. Wir kennen die Story. Allerdings schafft es Joel Edgerton in The Gift, seine Figuren sehr, sehr, sehr realistisch zu präsentieren, wodurch wir viel, viel mehr mit diesen Figuren mitfühlen. Und wenn da ein paar Dinge passieren, die durchaus etwas negativ sind oder die ein bisschen mit Grusel oder Unsicherheit verbunden sind, dann überträgt sich das auch sehr, sehr stark auf uns, den Zuschauer. Und das ist sehr, sehr wichtig bei diesem Film, denn wirklich kreativ oder neu geht er nicht mit seinem Thema um. Allerdings, wie gesagt, gekonnt inszeniert, sehr ruhig inszeniert. Eine sehr, sehr ruhige und doch bedrückende Bildsprache wird hier von Edgerton eingesetzt, die, wie gesagt, teilweise mich an David Fincher erinnert hat. Was zu diesem Realismus der Figuren auch beiträgt, ist, dass die Figuren im Laufe des Films hier und da Veränderungen erleben. Also das sind wirklich Charaktere, die am Anfang des Films und am Ende des Films eine Entwicklung durchgemacht haben. Da glauben wir noch, die und die Person zu kennen, stellt sich kurz darauf vielleicht heraus, dass diese Person vielleicht gar nicht so ist, wie wir dachten. Und das bezieht sich nicht nur auf Joel Edgertons Charakter, von Gordo, sondern auch auf fast alle Charaktere des Films, die dem Film eine interne Spannung verleiht, die aus jedem einzelnen Charakter des Films wirklich hervorgeht, sodass wir nie wissen können, was als nächstes passiert und wer als nächstes wie reagiert, was insgesamt zur Spannung dieses Films sehr, sehr stark beiträgt. Er kann dabei in drei Akte im Prinzip aufgeteilt werden. Der erste ist noch der ruhigere Akt, in dem so Gordo kennenlernen und wo man vielleicht langsam merkt, irgendwas stimmt da nicht. Der zweite Akt ist dann schon fast ein Horror-Thriller. Also hier wird sich hier und da auch auf ein paar Jumpscares verlassen und dann davon halten kann, was man will. Sie sind allerdings relativ effektiv. Also ich habe mich gut erschreckt bei dem Film, während der dritte Teil wirklich auf den psychologischen Horror eingeht und die Charaktere richtig auf den Boden richtet. Da wird hier auch sehr, sehr konsequent vorgegangen. Da wird man als Zuschauer wahrscheinlich, wenn man emotional involviert ist, auch dann teilweise so da sitzen und denken, oh mein Gott, nein, das ist so schlimm. Dennoch, trotz all diesen Spannungslobes, das ich hier ausspreche, die 2 Stunden des Films sind insgesamt, waren mir persönlich zu lang. Gerade weil der Film in 3 Akte aufteilbar ist, hat man schon am Ende von Akt 2 das Gefühl, der Film ist gleich vorbei, ist er aber nicht. Und er setzt sich fort und setzt sich fort. Trotz eines insgesamt gelungenen Pacings haben sich dann doch einige Ermüdungserscheinungen bei mir eingestellt. Gänzlich in diese ganzen euphorischen Stimmen kann ich mich dann aber doch nicht fügen. Der Film war zwar sehr spannend und in seiner Simplizität irgendwie auch sehr einnehmend, gerade für die doch bekannte Prämisse und die doch nicht sonderlich überraschungsvolle Vorgehensweise des Films, bleibt die Spannung relativ hoch, gerade durch die gute Inszenierung, durch die extremst guten schauspielerischen Leistungen, gerade Rebecca Hall, muss man hier sagen, Kudos, sehr, sehr gute Leistung. Insgesamt war es dann aber doch ein recht typischer Psychothriller. Also wer hier jetzt wirklich mit dem Gedanken reingeht, wow, das hat einen so hohen Metacritic-Score, das muss irgendwas besitzen, was komplett aus diesem Genre herausfällt und was ganz neu macht,
Nein, auf keinen Fall. Am Ende gibt es von mir trotzdem gute 6,5 von 10 Punkten für einen wirklich überzeugenden Suspense-Thriller, der gerade aufgrund seiner Simplizität, seines typischen Vorgehens, seiner Klischeehaftigkeit dennoch überzeugen kann, weil er es mit ein paar hervorragenden Aspekten würzt, wie den guten schauspielerischen Leistungen, und daraus ein Gesamtpaket macht, was einfach überzeugt. Hat euch dieses Video gefallen, dann liked uns doch auf Facebook, auf Twitter, liked das Video und subscribe doch, das würde uns sehr, sehr freuen. Meine Frage, was ist denn ein wirklich guter Suspense-Thriller der letzten Zeit? Ich war jetzt in The Gift und fand ihn ziemlich gut, kann mich aber an kaum einen Film erinnern, der mich in irgendeiner Form in dieser Art gepackt hat oder überrascht hat in diesem Suspense-Thriller-Genre. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es doch in die Comments, mich würde es extrem interessieren. Sonst in der Weihnachtszeit mit Schnee und allem, wo könnte es schöner sein als im Kino? Ich wünsche euch viel Spaß bei The Gift.